Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Weiter geht's. Auf zu Longinus. Hey Jay, mein Kind. Ich dachte gerade, wir sollten kooperieren. Du und ich. Und nun hat die Vorsehung uns zusammengeführt. Gelobt sei der Herr, mein Fels. Ja, meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste Krieg zu führen. Was willst du? Das heißt, gib als Soldat dein Bestes. Selbst wenn das bedeutet, dass du dafür in ein gottloses Land wie dieses kommen musst. Als Soldaten beschützen wir unser Volk durch unser Willen zu töten. Und was brauchen wir, um unsere Aufgabe zu erfüllen? Glauben? Waffen, AJ! Waffen! Ohne sie, wie wollen wir durch das Meer der Angst gehen und die Wellen besänftigen? Hilf mir, AJ, und der goldene Pfad wird seine Waffen erhalten. Okay. Preiset Gott. Ihm sind endlich die Schuppen von den Augen gefallen. Es gab eine Sendung, paar Hubschrauber über das Gebirge entsandt, doch er stürzte ab. Du musst diesen Trecker nehmen und mir diese Sendung besorgen, bevor die Armee sie bergen kann. Der Herr wird schon für deinen Transport sorgen. Was hältst du davon? Okay. Amen. Amen. Nun geh. Geh. Geh, Jay. Ich muss mein Bett kochen. Er war ein gutes Tier. Aber er ist zu alt zum Arbeiten. Und wir brauchen das Fleisch. Über was redet der? Okay, hier ist verdammt. Longinus, der Tracker von dir zeigt an, dass ich nah dran bin, an was immer ich dir auch holen soll. Das sind gute Nachrichten, AJ. Aber pass auf, wenn du die Absturzstelle erreichst. Die Royal Army hat bestimmt Leute geschickt, um die Ladung des Helios selbst zu bergen. Schalte sie raus, wenn du musst. Und schleich dich rein, AJ. Also, ich muss die Sauerstoffmaske holen. Anschleichen! Lokalisiere den Helikopter. Okay. Die Frage ist, wie komme ich dahin? Wo muss ich lang? Okay, hier ist wieder aufgefüllt. Der Sauerstoff. Was füllt das denn wieder auf? Hier ist auch irgendwo eine Kiste. Da. Ich nehme mal den Schlitten.
Ich nehme den Schlitten weiter. Blöde Wölfe. Durchsuchen, bitte. Wo sind die Waffen? So, lokalisieren. Einmal hier, würde ich sagen. Hier drin? Ich habe wieder ein bisschen Sauerstoff bekommen. Wo habe ich jetzt gerade wieder Sauerstoff bekommen? Nachladen, bitte. Heilen, bitte. Wie viel hat er ausgehalten? Ich glaube, das war der hier. Gott verdammt, die ist leer. Da ist doch irgendwo ein Kerl. Ich nehme mal dieses. Glaube, ich muss hier lang. Oh ja. Und da fahre ich lieber nicht da. Blöde Wölfe! Ich glaube, ich muss hier nach oben. Ja.
glaube, ich muss hier hoch. Blöde Adler! Adler sind nervig. Das muss hier sein, aber wenn keine Waffen drin sind, warum schickt er mich her? Kehre zu Longinus zurück. Stopp! Wie weit ist der Weg? Bin ich hier richtig? Ich glaube, hier war ich schon mal. War das nicht da, wo ein Bär drin war? Ja. Zurück nach Longinus. Ich renne lieber. Ein Hubschrauber. Ich wollte einen Stammhalter, den ich im Alter unterstützen kann. So, tschüss. Und weg bin ich. Eine außerordentlich kleine Kiste, wie bestellt. Ich dachte, es wäre eine Waffenlieferung für den Goldenen Pfad. Deshalb war ich dort. Und so wie den Menschen bestimmt ist, hierein zu sterben, so folgt danach das Gericht. Sie belügen dich. Weißt du das? Man nennt es den Kreislauf des Lebens, aber das Leben baut auf Leichen auf. Fressen oder gefressen werden. Bei Tieren heißt es Überleben. Bei Menschen heißt es Business. Oh, sind das etwa... Business, AJ. Ein grausiges Geschäft. Mich rettete eine Kugel in den Kopf. Mein altes Ich starb, das grausame Ich. Du hättest mich einen Warlord genannt. Aber diese Kugel schlug ein Loch in meinen Schädel, durch das Licht Gottes eindringen konnte, und ich wurde getauft mit dem Wasser der Gokafälle. Und diese Diamanten? Levitikus 17,11. Denn das Blut ist es, welches Sühnung erwirkt für die Seele. Das sind Überreste aller meiner früheren Vergehen. Jeder Diamant ist eine Sünde. Und diese Hände sündigten oft. Und die Waffen für den Goldenen Pfad? Sie kriegen sie,
und mehr noch. Sag Amita und Sabal, sie werden ihre Waffen bekommen. Und vielleicht interessiert sie auch, dass Duplo eine große Lieferung Opium vorbereitet bei der Teefabrik. Warte, Opium? Noch so ein grausiges Geschäft, EJ. Nun geh, sag's ihnen. Und wenn du fertig bist, komm zurück, denn das Werk des Herrn ist nie vollbracht. Herk? Eine Herk-Mission? Bombenentschärfung? Wann hab ich die denn bekommen? Und wann habe ich die hier bekommen? Okay, ich glaube, ich werde erstmal diese ganzen Missionen, die hier sind, machen. Wie komme ich hier am schnellsten hin? Erstmal mache ich diese Bombenentschärfungssache. Würde ich mal sagen. Hol aber erstmal Munition. Ich brauche nicht so einen Wagen, ich brauche einen Quad. Und hier ist ein Quad. So, ich bin gleich da. Einfach mal ein bisschen Querfeld einfahren. So. Da oben muss ich hin. Entschuldige, hast du eine Sekunde? Okay, dann halt umrum. Hier drüben, ich muss mit dir reden. Ja. AJ, wir haben nicht viel Zeit. Und um was für Vorräte geht es genau? Abgeworfene Notrationen für ein Dorf in der Nähe. Na, super. Wirst du uns helfen? Wir haben nicht viel Zeit. Ich helfe. Danke, AJ. Hier sind die Koordinaten, aber... Wo sind die Koordinaten? Da. Das ist doch da beim... Kloster. Ohne bemerkt zu werden.
Wieso warst du nicht tot? Das war öde. Normalerweise sind sie normalerweise immer tot, aber nö. Da oben sind welche, da sind welche, das sind ziemlich viele. Da ist noch einer. Geh mal hier runter. Das ist schon wieder öde. Ich wurde sehr schnell wieder entdeckt. Wo sind die ganzen Gegner? Das hat ja jetzt ein bisschen besser geklappt. Bisschen nutzen. Okay, einer ist heruntergekommen. Verflucht. Der liegt uns an.
So. Dieser Scharfschütze da oben ist ein bisschen öde. Eine ist hier aktiviert. Eine von drei. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da am besten hoch? Da ist dieser zweite. Habe ich sie endlich mal erwischt? Oh, ich bin ein bisschen nah am Mikro gekommen. Bin ich ein bisschen nach vorne gerutscht? Ich glaube schon. Ich bin gerade nicht da. Was ist das? Rokia, du nennst dich selbst ein Krieger? Okay, dann halt mit dem Kopfschuss. Entkommen aus dem Gebiet, okay. Keine Ahnung, wo ich die ganzen Wurfmesser gelandet sind, die ich verfehlt habe. Moment, zwei müssten wir, glaube ich, noch oben liegen. Oder doch nicht.
Wie weit muss ich aus dem Gebiet raus? Ja, das war, glaube ich, genug für das Gebiet anscheinend. Habe ich wieder einen Fähigkeitspunkt? Ja, habe ich. Das ist noch zu teuer. Wieso rennt er so weg? So. Okay, habe ich schon voll. Vielen Dank. Bitte nehmen Sie mal hin. Noch ein Hund. Aber der rennt weg. Aber eben, jetzt mache ich hier erstmal einen Cut und bis zum nächsten. Ah! Lebendig sollst du verbrennen! Zeit für dich. Die waren jetzt. Die kam natürlich jetzt gerade unpassend. Wir fahren die doch nicht. Natürlich fängt hier jetzt alles an zu brennen. Natürlich. Und ich würde sagen. Hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.